Hallöchen, es geht jetzt ins Kino und zwar in den Film Kindeswohl, der auf dem Roman von Ian McEwan basiert. Und ich freue mich riesig, ich nehme euch mit und erzähle euch dann danach, wie ich das Ganze fand, beziehungsweise wie das Buch und wie den Film und wie im Vergleich. Ein Kino für mich allein. Und ja, geht auch gleich los. Ich war ein bisschen knapp dran, aber alles pünktlich, alles geschafft. Und jetzt freue ich mich zusammen mit meiner kleinen Popcorn-Tüte auf den Film. So, wieder zurück aus dem Kino. Ich habe ungefähr die schlechteste Beleuchtung und Kameraeinstellung und dergleichen. Ich habe jetzt aber leider heute Nacht, heute Abend nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwie anders zu organisieren. Deswegen so. Also, ich war im Kino. Ich war fast allein im Kino. Kurz vor Beginn kamen dann doch noch ein paar andere auch. Wir waren aber echt nicht viele, ja. Und das am Samstagabend hat mich sowieso gewundert, dass der Film jetzt, ich glaube, schon über 5 Wochen oder so läuft und das so spät quasi in der Spielzeit, dass es dann samstagsabends läuft. Aber gut, ist ja denen ihre Entscheidung. Und ich kann nur sagen, einmal zum Buch. Wie bin ich auf das Buch aufmerksam geworden? Ich habe mitgekriegt, der Film soll kommen und dementsprechend habe ich mich umgeguckt nach dem Buch, da mich das Thema doch interessiert hat. Ich habe vorher noch nie etwas derartiges gelesen, also über eine Richterin, die so aus dem privaten und beruflichen Querschnitt quasi da so ein bisschen erzählt und porträtiert wird eigentlich. Ich muss auch sagen, das Ganze ist für mich auch insofern eine ganze Novität, denn dieses ist tatsächlich das erste, wirklich das erste Buch, das ich aus dem Diogenes Verlag gelesen habe, das ich besitze und das ich aus dem Diogenes Verlag gelesen habe. Denn ich besitze kein weiteres Buch, auch auf meinem Sub ist kein Buch aus dem Diogenes Verlag. Und ich muss auch sagen, ich habe auch immer noch eine gewisse Abneigung dagegen. Liegt einfach an der Aufmachung und es tut mir sehr, sehr leid, dass es wirklich rein daran liegt. Aber die Gestaltung der Bücher, die ist irgendwo schlicht und einheitlich und mag auch sein schön, ähnlich wie bei Reklamen, dass da alle gelb sind und alle fremdsprachigen rot und so weiter. Trotzdem, ich kann dem Diogenes Verlag echt nichts abgewinnen und auch die Bilder, die dann vorne drauf sind, ja, gefallen mir tatsächlich nie. Eigentlich, auch dieses hier. Ich finde das Buch äußerlich wirklich abscheulich, muss ich sagen. Tut mir leid, Diogenes Verlag, aber überhaupt nicht mein Geschmack. Umso besser finde ich es, dass mich ja der Inhalt überzeugt hat, dieses Buch trotzdem zu lesen und dann eben auch in den Film gehen zu wollen. Heißt, ich habe von dem Autor noch nie etwas gelesen. Das ist auch das erste Buch. Auch durchaus eines der dünneren, soweit ich weiß. Es gibt viele, die sind deutlich dicker. Und darin geht es eben, wie schon angesprochen, um Fiona May. Sie ist Richterin am englischen Gerichtshof und hat da vor allem so Familien, Scheidungen, Sorgerecht, genau solche Sachen sind ihr Spezialgebiet. Das heißt, sie wird immer aufgesucht oder kümmert sich viel eben darum, wenn es darum geht. Ein Fall ist zum Beispiel, siamesische Zwillinge zu trennen, da beide, wenn man sie so zusammenlassen würde, beide würden recht zeitnah sterben und überleben kann aber nur einer von beiden. Solche Dinge, genau, hat Fiona May zu entscheiden. Unter anderem kommt dann ein sehr eiliger Fall rein, ein 17-jähriger Junge, der in 3 Monaten 18 wird und der eine Bluttransfusion im Rahmen seiner Krebsbehandlung, er hat Leukämie, verweigert. Und er verweigert es aus ganz bestimmten Gründen und zwar ist er ebenso wie seine Eltern auch Anhänger der Zeugen Jehovas. In deren Glauben ist es so, dass, oder im strengen Glauben der Zeugen Jehovas ist es so, dass Blut heilig ist und eben nicht verunreinigt werden darf mit einem Blut eines anderen Menschen. Und deswegen ist sowohl er, Adam, als auch seine Eltern, sie sind auch dagegen. Dieser Fall wirft beruflich gesehen Fiona May aus dem Ruder, aus der Bahn. Und vorher, kurz vorher, ist sie auch privat so ein Stückchen rausgerissen aus ihrem Alltag oder aus ihrem normalen Leben, denn ihr Mann möchte eine Affäre.
und sagt dir das auch direkt ins Gesicht. Und ich finde, sowohl im Buch als auch im Film, ich finde, der Film ist sehr, sehr gut im Einklang mit dem Buch gemacht. Kommt in beiden Fällen rüber, in was für einer Zwickmühle sie sich befindet und wie sie ein Stück weit feststeckt in ihrem Leben, in ihrem Beruf. Wie sie, also man kriegt fast ein beklemmendes Gefühl, dass man ihr Leben so sehr mitverfolgt und so mitkriegt, was bei ihr los ist. Ich habe den Eindruck gekriegt, bei beidem auch wiederum, sowohl Buch als auch Film, man hat so dieses, oh Gott, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich handeln sollte unter so einem Druck und Stress. Und sie, viel ist auch einfach, dass sie versucht, so ihre Fassade zu wahren und ihre Maske und ihr, das, was von ihr erwartet wird, so dieser, dass sie diesem Anspruch gerecht wird. Man kriegt eigentlich relativ wenig mit von dem, was in ihr vorgeht, da sie recht wenig dazu sagt und auch andere so ein bisschen stehen lässt und wenig sagt. Und gleichzeitig hat man trotzdem den Eindruck, es ist ein sehr gefühlsbetonter und geleiteter Film und er wird durch entsprechende Instrumentalmusik sehr dramatisch und sehr, ja, viel wird bedeutungsvoll durch die Musik. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht und getroffen, und da Fiona May selbst auch Klavier spielt, ist da auch viel Klaviermusik im Film gewesen, aber auch Orchestermusik, sage ich mal, im eher klassischen Sinne, in Richtung Klassik komponiert. Es war einfach ein echt faszinierender Film, sehr gut gemacht. Ich finde eben auch sehr passend zu diesem Buch, denn mir hat nichts gefehlt. Also ich habe den Film gesehen und habe mich fast gefühlt, als wäre mein Kopfkino wahr geworden. Zwar ist es nie der Fall, dass man exakt die gleichen Bilder auf der Leinwand sieht, wie die, die man selbst im Kopf hatte, aber es war doch so sehr nah dran, dass ich bezweifeln möchte, dass ich bisher einen Film gesehen habe, der so gut an ein Buch rankam. Vor allem, wie gesagt, um dieses zwischen den Zeilen rüberzubringen. Und ich möchte gar nicht noch mehr über die Geschichte verlieren und verraten. Es passiert noch so einiges darin, auch wenn es eben ein dünnes Buch ist. Und es kommen tatsächlich, wenn ich mich nicht ganz irre, ich meine, so lange ist es noch nicht her, dass ich das Buch gelesen habe, aber wenn ich mich nicht ganz irre, ist nichts ausgelassen und auch nichts so stark geändert, dass es mir jetzt aufgefallen wäre, an der Geschichte. Und auch das schafft eigentlich fast keiner. Ich finde, eine wahnsinnig tolle Rolle von Emma Thompson gespielt und Stanley Tucci. Wahnsinnig toll. Ich habe denen alles komplett abgekauft. Das war richtig, richtig gut. Und hat auch richtig zu dem Buch gepasst. Denn ja, obwohl ich ja eigentlich den Trailer gesehen habe und dann erst das Buch gekauft habe und eigentlich dann ja schon zumindest so ein bisschen die Gesichter der Schauspieler im Kopf hatte oder so ein bisschen wusste, okay, in welche Richtung könnte es gehen, hat mir das in dem Fall eher geholfen. Vor allem auch, um mich einigermaßen auf den Film einlassen zu können und nicht zu skeptisch zu sein. Deswegen, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr mal was anderes lesen wollt. Keine Liebesgeschichte, kein Horror, kein Thriller. Es ist einfach eine ganz, ganz andere Geschichte, sich mal darauf einzulassen, einer Richterin zu folgen und dieses Porträt sich anzuschauen. Auch einer einzigartigen Geschichte, eines recht einzigartigen Falles und auch wie alles ausgeht und endet. Der Film ist, also man muss so ein bisschen klassische Musik vielleicht mögen, sich darauf einlassen können. Sich einlassen können auf einen Film, der wenig erklärt, aber sehr gefühlsbetont ist und der einfach auch in der Hinsicht ein besonderer Film ist, den man, glaube ich, deutlich besser versteht, wenn man das Buch vorher kennt und gelesen hat. Allerdings, denke ich, kann man den Film auch ganz gut verstehen. Man muss sich, glaube ich, zu Beginn ein bisschen mehr erschließen oder wissen zumindest, dass sie Richterin ist oder dergleichen. Denn genauer geht es quasi um die Fälle der siamesischen Zwillinge und so weiter. In dem Buch schon und ein bisschen ausführlicher, würde ich behaupten. Und das ist alles halt in Bildern verpackt und deswegen vielleicht nicht ganz so ausführlich erzählt, auf eine gewisse Art und Weise. Kann auch nur empfehlen, sowohl Buch als auch Film, gerne auch in Kombination. Vielleicht habt ihr das Glück, dass der Film auch noch ein bisschen bei euch läuft und ihr euch ganz schnell das Buch besorgen geht oder es vielleicht sogar schon habt und das ganz schnell noch lest. Ich finde, eine tolle Geschichte. Und lohnt sich auch mal, sich auf was so ganz Neues einzulassen. Ich finde ja gerade eigentlich im letzten Jahr mit Dark Matter und noch so ein paar anderen Geschichten habe ich mich auf verschiedenste Sachen mal neu eingelassen und hier wieder. Und das hat mich nur überrascht und gut getan. Deswegen guckt euch Kindeswohl an. Ein wahnsinnig gut gemachter Film und ein wahnsinnig gut gemachtes Buch. Hiermit sei an dieser Stelle nur noch gesagt, wenn ihr es noch nicht kennt, dann
guckt es ganz schnell an, kauft euch das Buch, lest das Buch. Auch nur das Buch wäre auch so eine Idee. Wer sagt, ich möchte nicht so gerne einen Film gucken oder möchte nicht, dass mir dann was weggenommen wird von der Vorstellung vom Buchlesen, der kann auch nur das Buch lesen, könnte ich auch durchaus empfehlen. Dann sei an dieser Stelle nichts mehr hinzuzufügen und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Tschüss!